Mein Name ist Paul Drucks, ich heiße euch herzlich willkommen zur Masterclass und werde euch jetzt mal das perfekte 1-1 zur Hand zeigen. Im ersten Schritt ist es sehr wichtig, dass ihr den richtigen Abstand haltet. Seid ihr zu nah dran, kann euch der Gegenspieler relativ leicht zu fassen bringen. Seid ihr zu weit weg, ja, dann bringt das eigentlich fast gar nichts, dann fällt der Gegenspieler nicht drauf rein. Also eine gute Länge Abstand braucht ihr, dass ihr den Gegner schon auswackeln könnt, aber wie gesagt, der euch nicht sofort fassen kann. Ihr seht im zweiten Schritt, ganz wichtig, beidbeiniges Einspringen, dass ihr wirklich mit beiden Beinen gleichzeitig landet. Ich habe persönlich den Ball immer relativ gerne vor mir. Ihr könnt ihn aber auch schon wurfbereit haben, wenn der Gegenspieler jetzt zum Beispiel hier die Arme unten hat, dass ihr direkt einen Schlagwurf abfeuern könnt. Aber wie gesagt, ich habe den gerne vor meiner Brust. Im nächsten Schritt, wenn ihr vor dem Gegenspieler steht, beidbeinig eingesprungen seid, ganz wichtig, jetzt einen explosiven Schritt zur Wurfhandseite, dass ihr am Gegenspieler einen kleinen Stellungsvorteil habt, dass ihr den Gegenspieler mitzieht, also hier vorbei und dann kommt der nächste Schritt. Nachdem ihr den raumgreifenden Schritt gemacht habt, ganz wichtig jetzt mit eurem Sprungbein schnell nachziehen, explosiv, dann seid ihr am Gegenspieler vorbei und dann könnt ihr aufs Tor werfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir konnten euch ein bisschen zeigen, wie das 1 gegen 1 zur Hand geht. Macht's nach, habt Spaß dabei, probiert's einfach aus, auch wenn es mal nicht klappt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.